Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloschkanal zu einer weiteren Folge NBA 2K21 und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wir sind hier immer noch gegen die Minnesota Timberwolves im Duell. Wir gehen hier jetzt in Game 4. Ich würde am Anfang ein bisschen simulieren und dann gehe ich da rein. Also im ersten Viertel werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen dann zocken. Wir schauen mal, wie es hier erstmal endet. Ja gut, wir sind bei 2 Minuten 53, war jetzt ein bisschen sehr, sehr schnell mit der Simulation, muss ich mich wieder dran gewöhnen, etwas langsamer zu machen, was die Simulation angeht, aber wir gehen jetzt rein hier. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. So, wir sind jetzt drin im Spiel und wir sehen, dass die Minnesota Timberwolves hier jetzt erstmal Freiwürfe haben. Wir spielen noch in ihrer Arena und den machen sie, okay. Wir spielen jetzt natürlich auch ein bisschen mit unseren, mit der Rotation ein bisschen, deswegen auch Graham jetzt mit dabei statt Dantley. Graham macht das stark, holt sich das End-One nicht, aber holt sich die möglichen Punkte von der Freiwurflinie. Ein 3-1 wäre natürlich super nice, müssen hier aber erstmal dann vorbeiziehen. Ich werde jetzt auf jeden Fall im ersten Viertel ein bisschen zocken und vielleicht auch Anfang zweiten Viertel, dass wir dann so ein bisschen Gameplay haben. Ist ja bisher auf jeden Fall ein engeres Duell als in der ersten Partie, das war ja relativ stark von uns. Oh gut, den Ball abgegeben eben. Jetzt muss Damian Young hier verteidigen. Calver macht den nicht rein. Er beziehungsweise hat den Wurf nicht genommen. Jetzt hat er ihn aber wirklich nicht reingemacht. Foul von Hamilton. Und Minnesota damit jetzt im Bonus. Macht den ersten rein, okay. Den zweiten hat er auch reingemacht. Damit die Minnesota Timberwolves jetzt wieder 4 Punkte vor uns. Oh, der Pass auf Person war stark. And one. And one, sehr schön. Also hat jetzt hier die Chance zum And one, der Mann. Gut abgelegt. Macht den auch. Sehr schön. Person mit seinen ersten 3 Punkten. War ein starker Pass von Devonta Graham, muss man sagen. Calver jetzt hier gegen Bridges. Beasley gegen Young. Ah, hat er nicht genommen, den Wurf Lonnie Walker. Graham bleibt da gut dran. Ach gut, da bin ich zu früh hochgegangen. Ich dachte, er nimmt den Wurf, weil Metu halt da frei war. Etwas, da wollte ich antizipieren, aber dadurch habe ich ihn eben den Platz gelassen. Damian Young. Boah, den Wurf kann er nehmen. Trifft er leider nicht. Ist eigentlich ein super Dreierschütze. Ist auch crazy, wie der sich entwickelt hat. Der war ja kurz davor, eigentlich mal aus der Rotation zu fliegen in der Regular Season, also in die G-League zu gehen. Da habe ich mich ja doch entschieden, Alonso Trier in die G-League, beziehungsweise zu traden, nicht in die G-League zu schicken. Und jetzt spielt er hier in den Playoffs, so kann sich das manchmal wenden. Graham sammelt weiter Stats mit seinem nächsten Rebound hier. Person hat hier schon ein krasses Mismatch. Da lässt er sich so auch nicht aufhalten. Person ist echt schon ein geiler Spieler. Ich bin echt gespannt, wie der sich noch entwickeln wird die nächsten 2-3 Jahre. Auch hier wieder zu früh hochgegangen. Ich gehe zu früh hoch. Ich denke immer, dass sie das Catch and Shoot suchen. Young. Schön den Werfer freigespielt. So muss man das machen. Waren Dreier Bridges hier. Schön. Person mit den Assist. Einfach per Floppy das Ganze gemacht. Und so konnte er sich dann freiwerfen. 32-32 hier zum ersten Viertel. Beasley. Starker Block hier von Person. Der im ersten Game ja auch einfach mal 7 Blocks hatte. Das war auch nochmal gut gespielt. Young mit 12 Punkten, richtig stark. Müsste Topscorer bei uns sein, sofern Dantley nicht noch mehr Punkte hat. Beasley. Ah, Young bleibt da dran. Nicht zu starke On-Ball-Defense. Sie wollen die Zeit hier natürlich ein bisschen runterlaufen lassen. Young jetzt hier ein bisschen aggressiver. Der Block kam. Der ist nicht drin. Werden wir einen Wurf noch los? Nein. Lassen wir es. Erstes Viertel ist rum, wir gehen gleich weiter direkt ins zweite. So, das zweite Viertel hat jetzt angefangen hier gegen die Minnesota Timberwolves. Bridges kriegt den Platz. Boah, in and out. Schade.
hätte durchaus mal fallen dürfen. Culver, beziehungsweise Culver hier gegen Bridges. Der Pass war gut. 34-34. Enges Duell hier gegen die Timberwolves. Hernan Gomez mit dem Block. Graham, der Kick-Out-Pass. Jetzt muss den Gomez nehmen. Macht ihn nicht. Eigentlich kann Gomez doch den Dreier. Oh, der Pass war stark. Gut gespielt hier von den Timberwolves. Dantley hat bisher 5 Punkte. Dantley, gutes Ballhandling. Och, kein End-One, aber die Chance von der Freiwurflinie, okay. Evan Dantley, der Rookie, der halt wirklich auch übernimmt, seitdem Bradley Beal verletzt ist. Schön. Beide reingemacht, 7 Punkte jetzt Dantley. Lonnie Walker am Ball. Illegaler Block von Culver. Und hier sehen wir nochmal den Block von Person. Schönes Ding. Marvin Person, einfach nur ein Freak. Im positiven Sinne natürlich. Bridges hat sich wieder freigelaufen. Macht ihn leider nicht. Okay. Lonnie Walker, Graham, boah, fast der Steal, aber Graham ist echt stark, was Steals und Co. angeht. Das macht er immer wieder gut. Und jetzt hier Dantley. Boah, Dantley, starke Ballhandling Skills. Hernan Gomez auf Dantley, ne, der passt den doch nochmal weg. Und jetzt der weite Dreier. Gut, das wäre auch ein spektakulärer Treffer gewesen, hätte er den reingemacht. Ach, diesmal war der Steve-Versuch einer zu viel. Schade. Timberwolves ist jetzt hier leicht in Führung. Und Dantley sprintet davon. Gibt den auf Bridges ab. Super guter Pass von Dantley. Bridges macht den im ersten Versuch nicht. Im zweiten war der jetzt high contested. Aber wir sind wieder im Ballbesitz. Bridges der dritte, nein, erstmal nicht. Kriegt den Block Dantley, Mitteldistanzwurf, macht ihn auch nicht rein. Und jetzt aber, also wenn du so viele Offense-Rebounds hast, dann musst du irgendwann auf Punkten. Aber stark immer wieder nachgesetzt von Hamilton. Ist ja auch ein Rookie, der bisher, seine Saison war okay, würde ich sagen, konnte sich aber noch nicht so in den Fokus spielen. Metu hier jetzt. Reed auf Metu, der den Wurf nimmt. Ich habe mit meinem Nehmt heute. War nur ein langer Zweier, okay, bisschen ärgerlich für die T-Wolves. Dantley auf Graham gespielt. Graham mit einem schnellen ersten Schritt und macht den rein. Devonta Graham gefällt mir spielerisch auch richtig gut, muss ich sagen. Also da bereue ich die 15 Mio oder was er da ungefähr kriegt, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ist ein super guter Mann von der Bank aus. Culver. Ja gut, Bridges, du musst dich da besser positionieren. Beasley mit dem Dreier, der fällt, okay. Ist jetzt natürlich bitter für uns. Graham. Bridges. Der Pass auf Hamilton war ganz stark. Super Cut aber auch von Hamilton, der dann einfach rein in die Zone geht. Sieht da den freien Platz und einfach rein da. Nice. 3 Punkte Unterschied. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen, muss man sagen. Also beide Teams ähnlich stark bisher. Aber Graham mit einer guten Defense. Graham wirklich mit einer guten Defense auch wieder. Macht das stark. Ist da richtig ekelhaft ganz Zeit dran. Walker macht den nicht. Hamilton holt sich den Rebound. Graham war da frei. Passt nach draußen. Bridges hat es heute nicht mit seinem Dreier. Heute trifft er die nicht. Und der ist unser Ball. So, Bridges jetzt Punkte aber mal schön. Timeout der Timberwolves, das nutzen wir dann auch gleich mal hier so ein bisschen zum Simulieren. Gehen wir da ein bisschen vor, etwas langsamer diesmal als vorhin, beziehungsweise hier können wir einen Ticken schneller. Aber ins dritte Viertel will ich dann gleich starten. So, 10 Minuten 14 haben wir noch im dritten Viertel, ich mache hier noch 3-4 Minuten. Und sollte es eng bleiben, machen wir dann die letzten 4-5 Minuten dieses Games. Also heute definitiv mehr Gameplay als beim letzten Mal.
Ja, komm, gib da Karl Anthony Towns gerne mal den Ball. Ach man, ey. Machen wir das Ganze so. Eigentlich wollte ich nicht in diesen Simcast-Live-Modus gehen. Beitreten, so. Warum hat er immer noch den Ball? So, jetzt können wir auch zocken. Manchmal spackt das ein bisschen. Aber jetzt hier D'Angelo Russell, jetzt spielen wir hier gegen die Starting Five. Russell kein Treffer. Damian Young. Der Pass auf Person war ganz stark and one. Person mit 15, 8 und 4. Also ein richtig starkes Game hier von Marvin Person, der in den Playoffs anscheinend nochmal richtig hier aufdreht. Hat hier im ersten Game einfach 7 Blocks, was auch komplett crazy war. Ist jetzt entfesselt, Person. Jetzt hier Russell. Edwards wird gedoppelt. Oh, schwieriger Wurf dann am Ende. Das war auch Person, der da wieder gut gestört hatte. Bridges ist kalt. Dann gehen wir den Ball halt weiter auf Dantley. Person mit dem Offensive Rebound und den Punkten und damit auch den Double-Double. Hat jetzt 18 Punkte mit diesem Bucket und 10 Rebounds. Und wie er den gemacht hat. Also hier gleich mal gezeigt, yo, ist mir egal, ob hier irgendwie so ein Karl Anthony Towns oder so steht. Ich bin Marvin Person und ich schmetter den rein. D'Angelo Russell. Und auch hier wieder Person, was ein Block. Was ein Block von Person. Wenn er sich richtig positioniert hat, ist Game Over für jeden. Person hat den Block gestellt. Young darf den Wurf nehmen. Sind so ein bisschen die Dinger, die müssen eigentlich rein. Edwards jetzt hier gegen Hamilton. Na, Edwards hat den Ball. Den Wurf will er nicht wirklich nehmen. Jetzt kommt der Block von Towns. Das war gut gemacht. Haben sie gut gespielt hier. Einfach den Block von Towns. Dadurch war da ein bisschen Platz. Der Dantley erst mit dem Fake. Stepback, ne. War D'Lo nicht drauf reingefallen. Und jetzt hat es Dantley gut selber abgeschlossen. D'Angelo Russell jetzt. Edwards nimmt den. Der ist nicht drin und Person hatte den. Das war Persons Rebound. Und jetzt Bridges. Mach ihn bitte. Der Dreier will bei Bridges heute nicht. Edwards. Ach, Person war dann doch nicht so gut positioniert. Bridges hat eigentlich A- bei den Dreiern, ne? Nur um das auch mal zu sagen. Dantley erst mit dem Fake, jetzt hier wieder Bridges. Person. Young hatte sich freigelaufen, ne? Bridges war da kurz frei. Der muss den jetzt nehmen, der Mann, der ausgerechnet kalt ist. Hamilton, nein, am Ende ist er doch bei den Timberwolves, okay. Gutes Foul. Gutes Foul von Damian Young, weil Edwards sonst einfach durch gewesen wäre. Das sind so diese schlauen taktischen Fouls, die man manchmal einfach ziehen muss, um Punkte zu verhindern. Oh, D'Angelo Russell. Aber Person ist da. Nicht mit Person. Not in my house. Damian Young, jetzt hattest du den Wurf aber. Junge, das gibt's nicht. Damian Young wird auch langsam immer kälter. Kurzhoff auch wieder mit dabei. McDaniels nimmt den. Und sie treffen den dann halt eben. Einen Angriff mache ich noch, dann gehe ich auch wieder in die Simulation. Boah. Rockets Ball, wisst ihr was? Ich gehe lieber jetzt in die Simulation. Und ich hoffe mal, dass wir da dranbleiben, beziehungsweise vielleicht sogar einen Ticken vorbeiziehen. Wir sind hier jetzt im letzten Viertel. Es ist eng. Es ist eine enge Geschichte. 105 zu 105, besser kann man noch gar nicht starten. 4 Minuten, also besser kann man das Ganze nicht beenden. 4 Minuten 34 noch, wir gehen hier jetzt rein. Und wir sind auch in Possession. Boah, der Steal direkt einfach mal, na super. Naja, ne? Man kann auf jeden Fall besser reinkommen in dieses letzte Viertel, wenn man selber zockt.
Udo jetzt hier mit dem Drive. Wow. Okay, Ifani Udo setzt sich da mal ganz, ganz deutlich durch. Udo mit dem Foul, sein drittes. Wollte ich ein bisschen zu aggressiv sein. Person bei 20, 15, 6 Assists und ich weiß nicht, wie viele Blocks. Timeout der Timberwolves, okay, die hatten auch noch einige Timeouts, muss man sagen. 107, 107 steht sie aktuell. Tja, ich würde sagen, was, also 107, 107, 4 Minuten. Es wird ein enges Duell. Ich denke auch, dass die Timberwolves als auch wir ähnlich stark weiterhin spielen werden. Marvin Person, ihr bester Spieler tatsächlich. Mich würde es echt interessieren, wie viele Blocks der am Ende hatte. Allein ich habe, glaube ich, mit ihm 3 Blocks gehabt. Oh, unser Ball ist es. Na, bitter. Da hast du die Hand dazwischen, dann leider uns aus. Und jetzt hier die nächste Timeout der Timberwolves. Verstehe ich manchmal nicht, warum das Spiel dann so wenig Timeouts in der Simulation nimmt, nur um dann, wenn man reingeht, hier eine Timeout nach der anderen zu nehmen. Soll mir aber auch egal sein fürs Erste. Bitte die Perspektive ändern. Das sind echt Sachen, da muss 2K dran arbeiten. Dass, wenn der Ball eingeworfen wird, auch die Perspektive sich entsprechend ändert. Ja, D'Lo. Nicht mit Person, Kollege. Nicht mit Person. Graham gegen D'Angelo Russell. Ah, okay, hängt ihn immer in das Foul ein, das vierte. Könnte noch wichtig werden im Laufe der Partie. Macht ihn rein, Devonta Graham, nice. Und auch der ist drin, Devonta Graham. 12 Punkte, 4 Rebounds, 7 Assists. 2 Punkte Führung jetzt für uns. Beasley. Russell. Er ist kalt. Ich würde ihm sogar vielleicht den Wurf geben. Nein. Wollte er nicht nehmen. Boah, der war schwierig für Towns, der den einfach macht, obwohl da Person auf ihn ankam. Aber war nur ein langer Zweier tatsächlich. Das ist natürlich aus Timberwolves Sicht ein bisschen bitter, wenn du so einen langen Zweier hast, dass es halt kein Dreier ist. Young mit dem ersten Fake. Graham. Zwei Fakes dann dazu, vorbeigegangen. Und dann leider nicht aus der Mitteldistanz abgeschlossen, also beziehungsweise nicht erfolgreich. Udo mit einer guten Defense, jetzt Beasley mit dem Dreier, der könnte wehtun. Der tut sehr weh. 3 Punkte vorne, die Timberwolves. Es ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Jetzt hier natürlich das Pick-and-Roll, naja, von da brauche ich mit Person nicht werfen. Sie doppeln ihn. Ach Mann. Schlechte Übersicht meinerseits. Ich hätte viel, viel schneller zu Young spielen müssen. Sehr, sehr schlechte Übersicht meinerseits. Und jetzt hier der Sprungball. Den müssen wir gewinnen. Oh, der ist bei den Timberwolves. Schmerzhaft, weil Young halt so frei war und so lange frei war. D'Lo. Towns nimmt den. Ihr wollt mich doch verarschen, Mann. Karl Anthony Towns absolut klatsch gerade. Young hier stark. Macht ihn. Young mit wichtigen, wichtigen Punkten. Das war wichtig, dass wir jetzt gescored haben, denn 3 Angriffe hintereinander, wo man selber keine Punkte macht, wäre hier in dieser Phase tödlich. Das wäre in dieser Phase hier wirklich tödlich und das wäre nicht nice. Also es sind 4 Punkte, die uns momentan trennen. Towns, oh, nimmt er den wieder? Das wäre auch zu krass gewesen, hätte er den auch noch gemacht. Jetzt Ifani Udo, Ifani Udo. Yes, wichtig, 2 Punkte Abstand nur noch. Ifani Udo wirklich jetzt hier auch mit Verantwortung. Wir spielen hier auch mit 4 Rookies, muss ich mal sagen, außer Devonta Graham aktuell, die wir in den letzten Jahren gezogen haben.
sondern davon ist Dantley nicht mal auf dem Feld. Das heißt, wir könnten bald mit 5 Rookies spielen. Und das war kein Block, das war einfach nur ein hoher Floater. Ich dachte gerade, Person hätte hier wieder was weggeblockt. Person. Oh, lässt sich da nicht aufhalten. Oh, der muss doch per End-One rein. Schade. Aber wir sind im Bonus. Person nimmt einfach mal einen Drive. So ein schwerer Typ. Wichtig. 21 Punkte. Ganz starke Partie von Person. Macht beide rein. 22 Punkte, 16 Rebounds, 7 Assists. Einige Blocks. Person absolut on fire. Boah, Towns ist frei. Wichtig, dass er den nicht gemacht hat. Und jetzt hier Young. Young, ich hätte den Wurf nehmen können. Aber wir haben da ein großes Mismatch. Und Person nutzt es nicht. Nicht optimal gewesen. Oh, Russell hat den. Russell macht ihn nicht. D'Angelo Russell hat hier vielleicht sogar den Sieg auf den Fingern gerade. Und jetzt hier Devonta Graham. Mach ihn doch rein. Aber Russell mit seinem 5. Okay. Wir können hier jetzt gleich ausgleichen. Wir haben ausgeglichen. Was ein Duell, Leute. Was ein krasses Duell. Einfach 117-117. Beide Teams hier mit 117 Punkten. Das sind die geilsten Duelle bei NBA 2K. Das wissen wir alle. Was ist denn mit Dan? Ja, Dantley ist anscheinend wirklich ausgefault, deswegen. Okay, dann bleiben wir bei der aktuellen Aufstellung. Graham jetzt hier gegen Russell. Der hat das bisher immer gut verteidigt. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Foul geben können. Ich riskiere es jetzt aber nicht. Ja. Oh, Russell hätte den Dreier sogar nehmen können, wollte er jetzt nicht. Graham hier mit der On-Ball-Defense. Schwieriger Wurf. Der ist drin! Okay, wir haben 3,8 Sekunden, um das hier zu kontern. 3,8 Sekunden haben wir das jetzt hier, um zu kontern. Der Ball muss zu Devonta Graham. Da muss der hin, Devonta Graham. Der ist nicht drin, mach ihn noch rein, Person. Und die Zeit, warum? Bitter. Was ein Krimi hier am Ende. Und wir verlieren es leider. Er steht da mit 2-2. Ihr wisst, ich simuliere jetzt noch 2 Spiele. Wir gehen kurz in den Spielbericht rein. D'Lo mit 21 Punkten stark, Edwards stark, Towns, Bones, Person 22, 18, 7 und 4 Blocks, Wahnsinn. Okay Leute, gehen wir in die Simulation jetzt rein. Ah Mann, das könnte das Ende der Playoffs schon fast bedeutet haben, diese Niederlage. Die könnte sehr, sehr hart sein. Aber wir gehen rein in die Simulation. Und ihr wisst, da gehe ich jetzt auch nicht unbedingt rein, aus. Das ist wirklich so ein super enges Duell. Aber eigentlich will ich es immer auch ein bisschen die Simulation regeln lassen. Und es sieht sehr gut aus. Es sieht sehr, 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 sehr gut aus. Unser Ding, okay. 32 Punkte von Graham. Young hat gepunktet. Dantley und Co. Nice. Wir gehen auch ins nächste Spiel, das ich simuliere. Gucken wir mal, ob es ein Game 7 gibt. Das wäre irgendwie geil. Andererseits würde ich gerne weiterkommen. Aber es sieht gut aus für die Timberwolves aktuell. Vielleicht gehe ich hier sogar nochmal ganz am Ende rein, wenn es eng bleibt. Und es scheint aktuell eng zu bleiben. Es scheint eng zu bleiben. Also ich glaube, ich werde die nächsten 3 Minuten dann wahrscheinlich zocken. Wir haben 2 Minuten 11. Es geht um die Entscheidung der Playoffs. Rein da, oder? So Leute, wir sind jetzt im Game. Und ihr seht es ja, die Timberwolves 4 Punkte hinter uns. Aber sie haben jetzt hier die Possession. Culver. Gegen Hamilton. Macht das da nicht schlecht, aber das war super schwierig. Der Wurf war schwierig. Person mit seinem 18. Rebound. Dantley. Wir haben ein bisschen Zeit jetzt natürlich. Dantley hier im Dribbling. Und dann der schnelle erste Schritt, aber gute Defense hier. Hamilton hier schön.
Das Pick and Roll klappt nicht ganz, aber wir sind noch im Ballbesitz. Wir haben zwar nur noch 3,1 Sekunden, aber wir sind im Ballbesitz. Young war frei. Macht ihn nicht. Unser Ball. Und wir können wieder ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Sehr schön. Sehr schön rausgespielt. Person mit 19 Rebounds. Der Typ ist doch der Wahnsinn. Und jetzt auch mit 10 Punkten. Double-Double-Maschine. Boah, da war Dantley fast dran. Und jetzt war es zu viel. Die Timberwolves hier im Bonus jetzt. Okay. Es sind wieder 4 Punkte. Bei 1,20 noch. Person. Person gegen Towns. Schön einmal gefaked. Einer zu viel. Einer zu viel. Einer zu viel. Ifani Udo im 1 gegen 1 macht er stark. Der Pass war gut. Person. Gut gemacht. Also auch Ifani Udo hier wirklich mit der guten Übersicht, auch wenn der Pass so ein bisschen am Struggeln war, beziehungsweise Person beim Fangen ein bisschen am Struggeln war. Am Ende macht er hier die Punkte und ist wirklich ein entscheidender Mann bisher in diesen Playoffs. Oh, Beasley, oh, Young hat den, hat zweimal seine Hände dazwischen, aber leider wieder Timberwolves-Ball. Das hätte die entscheidende Sequenz sein können. Oh, McDaniels. Jetzt die Frage, faulen sie anscheinend? Nein, okay. Dantley braucht jetzt hier ein bisschen Zeit. Wenn wir punkten, ist es ein 4-Punkt-Spiel und dann war es das wahrscheinlich. Evan Dantley gegen D'Angelo Russell. Dantley im Alleingang. Dantley wird da weggeblockt, das gibt's nicht. Und jetzt hat hier D'Angelo Russell die Chance. Oh, Dantley mit einem super guten Foul. Selbst wenn D'Lo den jetzt reinmacht, war das ein super gutes Foul. Weil ich natürlich die Angst hatte, dass er das jetzt hier per and one macht. Und bitte verwerf jetzt ein. Es könnte hier wirklich in die Overtime gehen. Ich wollte gerade wieder sagen, es wäre die erste Overtime. Wir nehmen jetzt natürlich eine Timeout. 8,2 Sekunden. 8,2 Sekunden. Wir müssen auf jeden Fall in Possession bleiben. Ja. Damian Young hier der beste Spieler, okay. Jetzt die Frage, ne? Wo soll der Ball hin? Zu Damian Young? Er hat den, kriegt den Wurf. Der war eigentlich gut, der Wurf. Der Wurf war eigentlich gut. Der war zu 1% nur contested. Nur jetzt haben die Timberwolves 5 verdammte Sekunden, um hier auch nochmal was zu machen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut gelaufen von uns. Aber ich musste den Wurf nehmen. Er war frei. Schwierig. Die Timberwolves zweimal spät uns am Schocken. Okay, Leute. Es gibt ein Game 7. Boah, hart, ey. Dass D'Lo Ding getroffen hat. Boah. Okay, D'Angelo Russell hat sich entschieden. Das war wirklich ein Klatsch-Moment von D'Lo. Oh, und der hat nur 11. Das gibt's nicht, ne? Der macht im ganzen... das ist Beasley, sorry. Aber auch hier, der macht 15 Punkte. Das ist kein gutes Spiel von ihm. Nicht die besten Quoten. Unter 25%. Aber er trifft den entscheidenden Dreier. Damian Young hatte 34. Okay, Leute. Das bedeutet, ich beende hier jetzt die Folge.
Auf jeden Fall wird es ein Game 7 Game hier zum Auftakt der Playoffs. Das heißt, die nächste Folge, da geht es um alles. Da geht es wirklich darum, okay, entweder wir sind weiter oder wir sind ausgeschieden. Wir gucken uns auch mal kurz die anderen Standings an. Und da sehen wir, dass der Rest alles entschieden ist. New Orleans hat sich 4-1 durchgesetzt. Denver 4-2 gegen Golden State. Dallas 4-1 gegen Utah. Dann im Osten, gut, Cleveland gegen Charlotte müssen noch zocken. Dann Hawks haben sich durchgesetzt. Ich weiß nicht, wie sehr man das sieht, aber die Celtics haben sich gegen Antetokounmpo und die Bucks 4-3 durchgesetzt. Und Miami, da ist ja jetzt wahrscheinlich gerade meine Facecam, haben sich 4-1 gegen die Philadelphia 76ers durchgesetzt. Also, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt Bock auf Game 7. Wenn nicht, kann ich euch auch nicht weiterhelfen. Euer Velosch meldet sich ab und bye bye.